Herzlich willkommen zum 87. Netzpolitischen Abend hier in der C-Base in Berlin an einem historischen Tag. Eine historische Woche ist es ja sowieso, aber es ist gewissermaßen auch ein historischer Tag, denn heute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ist der erste Tag, ist das erste Mal, dass eine Datenschutzbehörde in Deutschland ein Bußgeld in Millionenhöhe verhängt hat an ein Unternehmen. Und zwar, ja, da kann man ruhig erstmal applaudieren, denn an die Deutsche Wohnen ging dieses Bußgeld. Mehr nachzulesen auf netzpolitik.org. Genau. Mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur bei netzpolitik.org und Mitglied im Verein Digitale Gesellschaft. Freue mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Freue mich auch sehr, die Leute im Stream begrüßen zu dürfen. NPA 087 ist der Hashtag für den heutigen Abend. Ist unglaublich, dass es schon der 87. ist. Wenn ihr twittern wollt, Instagram, Facebook oder was auch immer ihr macht, bitte gerne diesen Hashtag verwenden. Wir haben ein echt volles, tolles Programm heute Abend. Heute gibt es eine ganz große Portion Politik, Policy. Es wird gehen um die EU-Whistleblower-Richtlinie und den Schutz von Whistleblowern in Deutschland. Es geht um die Pläne der EU für grenzübergreifenden Datenaustausch zwischen Ermittlungsbehörden. Es geht um die neuen Vorschläge der Bundesregierung für die Kartellregulierung und es geht um das Thema Aufsicht der Algorithmen oder Aufsicht über Algorithmen zwischen Ethikrichtlinien und Regulierung. Wenn ihr, das kündige ich lieber jetzt schon mal an, in den Q&A-Sessions nach den Vorträgen Fragen habt und nicht gefilmt werden wollt, die Veranstaltung wird wie immer live übertragen und später auch auf Videoplattformen online gestellt, dann könnt ihr das da hinten machen oder da hinten unter dem Bogen, da sieht euch die Kamera nicht. Jetzt geht's los mit dem ersten Vortrag. Cosmas Sittel ist Referent beim Whistleblower-Netzwerk und wir freuen uns sehr, dass er da ist, um uns etwas zu erzählen über die Whistleblower-Richtlinie der EU und den Status des Whistleblower-Schutzes in Deutschland. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, als neuer Referent vom Whistleblower-Netzwerk hier gleich über das Thema Whistleblowing mit euch reden zu dürfen. Ich würde euch erstmal so einen kurzen Überblick über unseren Verein ein bisschen geben, ein bisschen was zum Whistleblowing allgemein sagen und dann eben schwerpunktmäßig auf die rechtliche Lage und die anstehenden Veränderungen eingehen. Genau, was macht eigentlich das Whistleblower-Netzwerk? Also wir sind ein Verein, der 2006 von einem Whistleblower gegründet worden, der festgestellt hat, in Deutschland gibt es zu wenig Unterstützung für Whistleblower. Und das ist einer unserer Hauptschwerpunkte, nämlich Whistleblower zu beraten, zu unterstützen. Sie können sich an uns wenden und wir beraten sie über mögliche Folgen, mögliche nächsten Schritte und was es alles da zu beachten gibt. Aber auch Organisationen können sich an uns wenden. Also wie können sie eine Kultur etablieren, in der sich Leute trauen, zu whistleblowen, also Missstände zu melden? Wie kann man eine kritikfähige Organisationskultur etablieren? Weil das erleichtert dann auch das Whistleblowing. Aber eben nicht nur Organisationen müssen sich kulturell verändern, sondern auch wir als Gesellschaft als Ganzes. Also zu oft gilt der Whistleblower noch als Denunziant, als Verräter, als Netzbeschmutzer und so weiter und so fort. Das heißt, durch Veranstaltungen wie diese, aber eben auch durch Seminare in Schulen und Jugendeinrichtungen versuchen wir ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, welchen positiven Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung Whistleblower eigentlich leisten. Letztendlich wird es aber auch entscheidend sein für die Verbesserung von Whistleblower-Schutz, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessern. Das heißt, wir kämpfen schon seit unserer Gründung 2006 für ein Hinweisgeberschutzgesetz, aber eben auch mehr für mehr Transparenz in Politik und Verwaltung. Denn Whistleblowing braucht es nur da, wo Politik und Verwaltung eben nicht transparent handeln. Das zeigen auch die prominenten Whistleblower-Fälle. Also ohne Christopher Wiley oder Edward Snowden wissen wir wahrscheinlich bis heute nicht so genau, was für einen massiven Datenmissbrauch die Geheimdienste betreiben. Aber wir brauchen auch gar nicht so weit in die Ferne gucken. Auch in Deutschland ist es so, dass bei der Aufklärung von Steuerhinterziehung die Behörden ja massiv auf Whistleblower setzen und sehr viel Geld für Steuer-CDs ausgeben. Jüngst hatten wir auch in Berlin den Fall von einem Ex-Betriebsrat von Vivantes, der anhand von internen Daten aufgeklärt hat, dass der Pflegenotstand auch durch die letzten gesetzlichen Verbesserungen nicht verbessert wurde, sondern einfach den schlechten Standard nur zum Standard gemacht hat. Also von daher braucht es Whistleblower und Gott sei Dank nimmt Whistleblowing auch weltweit immer mehr zu.
wie hat Netzpolitik.org vor ein paar Jahren so schön getitelt, beim BND tropfen nicht nur die Wasserhähne, weil eben so viel Daten immer und so viel ja eigentlich geschützte Dokumente durchgesteckt werden, ist auch irgendwie wenig verwunderlich. Die moderne Datenverarbeitung macht eben nicht nur das Sammeln von Daten einfacher, sondern auch dem Whistleblower das Weitergeben von Daten. Zudem entstehen halt weltweit immer neue Whistleblowing-Plattformen dank einfach zu handhabender Software wie Global Leaks. Und über diese Plattformen kann man dann eben Missstände in allen möglichen Bereichen melden. Und das ist auch gut so. Schließlich können wir nur mit Hilfe von Whistleblowern einen Blick hinter die Kulissen von Unternehmen und Behörden werfen. Und Whistleblower ermöglichen es uns so, wie im Fall von Steuerhinterziehung, Rechtsdurchsetzung, aber eben auch einen öffentlichen Diskurs über notwendige Veränderungen. Investigativer Journalismus wäre genau genommen ohne Whistleblower meist kaum möglich. Trotzdem bleibt oft gegenüber Whistleblowern so ein schales Gefühl. Ich denke, wenn man so an das aktuelle Beispiel, vielleicht einige mitbekommen haben, von diesem Bundeswehroffizier der hat über seit 2016, glaube ich, zahlreiche mutmaßliche rechtsextreme Soldaten an den militärischen Abschirmdienst gemeldet und hat dafür ein über 100-seitiges Dossier erstellt, in dem er das Verhalten von seinen Kollegen dokumentiert hat, sie geschaut hat, was sie in den sozialen Netzwerken machen und so weiter und so fort. Und da fragt sich vielleicht der eine oder andere, oder ich mich zumindest, würde ich das wollen? Also würde ich das wollen, dass ich einen Kollegen habe, der mein Verhalten dokumentiert und in den sozialen Netzwerken hinterher spioniert, egal ob ich was zu verbergen habe oder nicht. Auch in Unternehmen, Organisationen herrscht oft ein sehr großes Misstrauen gegenüber Whistleblowern. Sie haben Angst um Geschäftsgeheimnisse, um das Betriebsklima und unterstellen halt einfach dem Whistleblower pauschal Schädigungsabsicht. Untersuchungen zeigen, dass sie das zu Unrecht tun. Die meisten Whistleblower stehen ihrem Arbeitgeber sehr loyal gegenüber und ringen sehr, sehr lange mit sich, bevor sie überhaupt Whistleblowing machen. Und diese Loyalität führt eben auch dazu, dass sich die wenigsten Whistleblower für öffentliches Whistleblowing entscheiden. Der Regelfall ist einfach internes Whistleblowing. Internes heißt, man wendet sich an den Vorgesetzten, eine Ombudsstelle, einen anonymen Briefkasten innerhalb vom Unternehmen. Hat auch damit zu tun, dass es meistens um Angelegenheiten handelt, die für die Außenstehenden auch gar nicht so interessant sind. Also wenn meine Vorgesetzte jetzt immer ihren Buddy bevorzugen würde bei irgendwelchen Auftragsvergaben, dann wäre das vielleicht für euch nicht ganz so interessant wie für uns als Verein. Aber was ist, wenn bei internen Meldungen nicht gehandelt wird oder wenn der Vorgesetzte direkt verwickelt ist oder unklar ist, wer sonst noch irgendwie verwickelt ist? Und das ist der Fall, wo dann sich viele Whistleblower für externes Whistleblowing entscheiden. Das heißt, sie wenden sich an Staatsanwaltschaften, Behörden, Aufsichtsbehörden, Gremien oder sonstige Geschichten. Wichtig ist dabei, externes und öffentliches Whistleblowing sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das wird oft auch im öffentlichen Diskurs verwechselt. Also öffentliches Whistleblowing ist der Gang zu den Medien, Meldungen an Leaking-Plattformen. Externes Whistleblowing heißt eben nur an Behörden oder ähnliches. Und da weiß die Öffentlichkeit immer noch nichts von den Missständen, wenn man externes Whistleblowing macht. Von daher, wenn man das alles so hört, fragt man sich, warum Organisationen und Unternehmen Whistleblowern eigentlich so misstrauen. Im Gegenteil, sie müssten deren Engagement ja vielleicht begrüßen und auch ein Stück weit fördern. Teilweise ist das auch der Fall. Inzwischen muss man sagen, es gibt in immer mehr Unternehmen so interne Meldesysteme, geschützte Meldesysteme. In meisten Fällen ist das aber leider immer noch nicht der Fall. Wenn man wieder an unsere prominenten Beispiele denken, also Edward Snowden kann nicht mehr in sein Land zurück, ohne vor Gericht gestellt zu werden, dem Bundeswehroffizier, der wurde entlassen gerade wieder, der Ex-Betriebsrat von Vivantes, von dem ich gerade erzählt habe, soll eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Und das sind so sehr typische Fälle, also die meisten Whistleblowern, die sind eben Drohungen, Klagen ausgesetzt, sie werden sehr häufig gemobbt. Und man muss auch sagen, die meisten von ihnen werden binnen eines Jahres auch entlassen, oft unter fadenscheinigen Gründen. Und sie haben sehr lange mit den psychischen und gesundheitlichen Folgen zu kämpfen. Dieses gesellschaftliche Misstrauen gegenüber Whistleblowing spiegelt sich auch in der hier etwas kompliziert dargestellten rechtlichen Lage dar. Vereinfacht gesagt ist es so, man ist derzeit verpflichtet, Missstände zunächst intern zu melden.
Ein Nachteil darf ihm dann aber nicht, darf einem dann nicht entstehen. Nur unter sehr bestimmten Ausnahmebedingungen darf man sich sofort an externe Stellen melden. Also zu den Ausnahmen gehört so ein bisschen eben die vorhin genannte Verstrickung des Vorgesetzten oder wenn halt intern nichts passiert ist. Das Problem daran, das praktische Problem ist einfach, dass im Augenblick die Gerichte vom Whistleblower verlangen nachzuweisen, dass der externe Meldeweg der einzige sinnvolle war, dass der interne keinen Erfolg versprochen hat oder zu riskant war. Das ist in der Praxis sehr schwierig und schreckt deswegen Whistleblower sehr oft ab, das zu machen. Öffentliches Whistleblowing ist in Deutschland de facto eigentlich verboten. Also es gilt, es ist das allerletzte Mittel, gilt als die sogenannte Flucht an die Öffentlichkeit, aber müssen alle anderen Meldewege vorher versagt haben. Erfreulicherweise haben aber auch die vielen Skandale, von denen wir vorhin gesprochen haben, dazu geführt, dass sich die gesellschaftliche Stimmung gegenüber Whistleblowing in Deutschland so langsam auch ein bisschen bessert. Das zeigen zum einen Forderungen nach Open Data, aber eben auch nach Transparenzgesetzen, die ja auch hier prominent vertreten werden. Aber sie zeigen sich eben auch in mehr Unterstützung für Whistleblowing. Also immer mehr Behörden, Unternehmen, Organisationen richten Vertrauensanwälte ein, schaffen Ombudsstellen oder anonyme Briefkästen. Und wie immer, wenn sich die gesellschaftliche Stimmung verändert, ändert sich auch ein bisschen die rechtliche Lage. Also seit 2009 zum Beispiel gilt für Beamte keine Verschwiegenheitspflicht mehr, wenn sie in ihrer Behörde Korruption bemerken. Oder Finanzinstitute müssen seit 2014 Hinweisgebersysteme betreiben. Seit 2016 hat auch die BaFin eine eigene Stelle, an die sich Whistleblower anonym und vertraulich melden können. Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz erlaubt jetzt endlich, dass man auch Geschäftsgeheimnisse die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen bei Rechtsverstößen, wenn es im öffentlichen Interesse ist. Aber der größte Fortschritt, und das ist die vorhin angesprochene EU-Hinweisgeber-Richtlinie, das ist die, von der versprechen wir uns, von deren Umsetzung versprechen wir uns massive Fortschritte für den Whistleblower-Schutz. Im Rahmen des Geltungsbereichs dieser Richtlinie sind zum Beispiel Whistleblower vor Repressalien geschützt. Und was die ganz große Neuerung daran ist, wenn dem Whistleblower Nachteile entstehen, muss der Arbeitgeber künftig beweisen, dass das nichts mit dem Whistleblowing zu tun hat. Bislang ist das umgekehrt. Es ist sehr, sehr schwer nachzuweisen, dass eine Entlassung oder eine Versetzung oder Ähnliches mit dem Whistleblowing zu tun hatte. Was auch beeindruckend ist, wie viele Leute geschützt sind von dieser Richtlinie. Das heißt, sie gilt eben nicht mehr nur direkt Angestellte, sondern eben auch für Honorarkräfte, für Freiwillige, für Praktikanten, für Subunternehmer, Lieferanten, alles Mögliche. Auch das Melden wird vereinfacht. Also Unternehmen und Organisationen mit einem Jahresumsatz von mehr als 10 Millionen Euro oder mindestens 50 Mitarbeiter müssen jetzt interne Meldesysteme etablieren und darüber auch gut informieren. Also immer wieder darauf hinweisen, die Angestellten darüber aufklären, was sie dürfen und was sie vielleicht auch nicht dürfen. Auch Behörden oder Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern müssen derartige Systeme etablieren, die auch getrennt von den normalen externen Systemen sind. Allerdings, bei allen Fortschritten für diese internen Systeme, es besteht künftig keine Pflicht, die auch zu nutzen. Und das ist eben auch diese große Neuerung. Es ist die Gleichrangigkeit von internen und externen Meldekanälen. Der Whistleblower kann selber künftig entscheiden, welchen Weg er wählt. Hält er den internen für sinnvoller oder sagt er, ich nehme lieber gleich den externen Weg? Gerade gegen diese Gleichrangigkeit hat sich die Bundesregierung massiv gewehrt und auch viele Unternehmen haben sich dagegen gewehrt. Glücklicherweise konnten NGOs wie die unsere sich dann doch durchsetzen. Wir sind einfach der Meinung, der Whistleblower selber kann am besten einschätzen, welches der richtige Weg ist. Und das schafft einfach auch mehr Rechtssicherheit auf diese Weise. Nach wie vor nur sehr selten erlaubt ist öffentliches Whistleblowing, also der Gang zu den Medien. Dafür muss dann schon eine sehr große drohende Gefahr für das öffentliche Interesse beherrschen oder alle anderen Wege müssen wieder versagt haben. Hier hätten wir uns eine etwas großzügige Regelung gewünscht, genauso wie Journalistenverbände. Wir sind aber trotzdem der Meinung, dass wir so einiges erreicht haben. Die Bundesregierung hat jetzt nun 2 Jahre Zeit, diese Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Dabei gilt wie immer wie meistens bei EU-Richtlinien, setzt nur Mindeststandards. Die Mitgliedstaaten dürfen darüber hinausgehen.
Und wir finden, wenig überraschend, genau das sollte die Bundesregierung auch tun. Denn bei aller Freude hat die Richtlinie auch einige Schwächen. Sie hat zum Beispiel einen nur sehr beschränkten Geltungsbereich. Also sie greift nur bei Verstößen gegen bestimmte europäische Rechtsakte. Datenschutz gehört dazu, IT-Sicherheit, Geldwäsche und noch ein paar andere Themen. Was definitiv aber nicht dazu gehört, sind eben zum Beispiel der ganze Bereich öffentliche Sicherheit. Also Geheimschutzdokumente dürfen nach wie vor nicht offengelegt werden. Das meiste aus dem Arbeitnehmerrechtebereich ist auch vor Whistleblowing, also ist auch nicht von dieser Richtlinie geschützt. Führt natürlich dazu, dass ich ein Whistleblower auch künftig sehr genau überlegen muss, bin ich jetzt von der Richtlinie geschützt oder bin ich eben nicht davon geschützt? Und das ist schon für Juristen unglaublich schwer, für den Laien eigentlich de facto unmöglich. Deswegen sagen wir, der Geltungsbereich, der Anwendungsbereich dieser Richtlinie oder des Whistleblower-Schutzgesetzes muss auf nationale Rechtsbereiche ausgedehnt werden. Auch bei dem Hinweisgebersystem gibt es so ein bisschen Nachbesserungsbedarf, denn die EU-Richtlinie schreibt nicht vor, dass anonymes Whistleblowing möglich sein muss. Er sagt, das sollen die Mitgliedstaaten selber entscheiden. Wir finden, zumindest bei großen Organisationen und Unternehmen sollte das vorgeschrieben sein, dass die auch anonymes Whistleblowing ermöglichen. Einfach aus dem Grund, dass viele Whistleblower am Anfang erstmal Vertrauen aufbauen wollen, bevor sie ihre Identität preisgeben. Wie ich ja schon jetzt mehrfach dargelegt habe, wollen die meisten Whistleblower zunächst intern melden, und deshalb finden wir bei der Bemessung von Unternehmensstrafen auch die Qualität der Whistleblower-Systeme eine Rolle spielen. Das heißt, Leute, die einfach oder Unternehmen, die nur einen Briefkasten aufhängen, sollten bei Vergehen härter bestraft werden als Unternehmen, die ein umfangreiches System etablieren und sehr gut darüber informieren und so weiter. Diese Unternehmensstrafen, also die Sanktionen, könnte man jetzt auch dafür nutzen, endlich mal anständige Entschädigungen für Whistleblower zu schaffen, weil doch viele von denen unter den Folgen leiden, hohe Kosten für Rechtsberatung und so weiter haben. Wichtig wird aber eben auch sein, gute Beratungssysteme für die Whistleblower zu schaffen. Das können nicht staatliche Vereine wie wir sein, aber es ist eben auch wichtig, dass die Behörden, an die Whistleblower werden, gut ausgestattet sind. Zum einen, um gut beraten zu können, aber eben auch, um recherchieren zu können und dann eben auch Maßnahmen einleiten können. Das ist nur so ein Teil von den Maßnahmen, die wir finden, die jetzt mal dringend angeleiert werden müssten, wofür die EU-Richtlinie so ein guter Anlass wäre. Kurz gesagt, es wird einfach Zeit, dass wir auch in Deutschland wie in anderen Ländern ein umfassendes Hinweisgeberschutzsystem schaffen oder ein Hinweisgeberschutzgesetz schaffen. Und genau dafür wollen wir uns in den nächsten 2 Jahren einsetzen. Und es würde mich freuen, wenn wir da von euch unterstützen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Cosmas, für diesen Einblick und Überblick. Gibt es Fragen oder Rückmeldungen aus dem Publikum? Ja, Frage. Ja, nur danke für den Vortrag. Das war jetzt keine Werbung für Whistleblowing, also jedenfalls nicht für Whistleblower, weil ihr ja schon zu Recht gut auf die Risiken hinweist. Warum soll ich mich denn überhaupt nicht anonym, oder warum soll ich überhaupt nicht anonym melden? Es scheint so, wie du das sagst, doch besser zu sein, wenn ich meine Identität nicht preisgebe. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir hoffen eben, dass dieser Schutz eben, dass es jetzt künftig einen besseren Whistleblower-Schutz einfach gibt, also dass viele von diesen Repressalien, die man dann bislang drohen, dann ein Stück weit wegfallen. Man muss auch ein Stück weit ehrlicherweise dazu sagen, oft muss man die Identität gar nicht preisgeben, weil es in einem Unternehmen, einer Organisation auch nur sehr wenige Leute gibt, die Zugang zu bestimmten Informationen haben. Das heißt, die Gefahr, dass sowieso die Identität irgendwann sozusagen durchsickert, ist leider sehr groß. Aber wie gesagt, im Augenblick ist es auch tatsächlich schwer, Werbung für Whistleblower zu machen. Also es bleibt ein moralisch hochwertiger ab, man tut da was, aber im Augenblick ist es leider in der Regel so, dass man einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Deswegen fällt es mir auch etwas schwerer, jetzt zu sagen, ich mache bloß Werbung. Okay.
weitere Fragen. Ansonsten hätte ich noch mal eine, nämlich wie schätzt ihr denn oder schätzt du denn die politische Lage ein? Also du hast ja jetzt sozusagen Forderungen oder Wünsche formuliert. Steht das in Aussicht? In der aktuellen Situation hat sich die Bundesregierung da schon zu geäußert. Wie steht es um die Parteien, die die aktuelle Bundesregierung bilden? Was kann man da erwarten? Also man muss sagen, in diesem ganzen Prozess hat sich die deutsche Bundesregierung sehr zurückgehalten, also lange nicht positioniert, und wenn sie sich dann positioniert hat, eher schädlich in ihrer Ansicht nach. Also das heißt, sie war lange gegen diese Gleichrangigkeit von externen, internen Whistleblowern. Auch bei der finalen Abstimmung hat die Bundesregierung sich als eine von zwei Regierungen enthalten, also nicht zugestimmt. Der Rest hat zugestimmt und die anderen, die sich enthalten haben, waren die Briten. Es ist im Augenblick schwer zu sagen. Also wir sind noch ganz am Anfang vom Prozess. Wir hatten letzte Woche auch eine Veranstaltung beim Bundesjustizministerium. Da hat man gemerkt, da viele wissen noch nicht so genau, in welche Richtung es geht. Was uns positiv überrascht hat, dass es so eine Tendenz gibt zu sagen, wir erweitern zumindest den Anwendungsbereich dieser Richtlinie. Wie weit, ist noch unklar. Aber es gibt auch die Überzeugung in den Ministerien, die sagen, es macht keinen Sinn, sie nur eins zu eins so beschränkt umzusetzen, wie sie da auf dem Text steht. Okay, wenn es keine weitere Meldung gibt, dann sagen wir nochmal vielen Dank und verabschieden Cosmas mit einem Applaus.